Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Vollmer. Ich bin Fachberater bei der Mogunzer Food Group. Heute zeige ich euch, wie man Spare Ribs in unserem Garbeutel ganz einfach selbst herstellen kann. Dafür benötigt ihr unser American Barbecue Spice, welches dem Fleisch eine besonders intensive Note verleiht. Und unsere süßlich-rauchige Barbecue-Soße, wie hier im Bild. Damit das Fleisch schön saftig bleibt und die Würzung sich gut verteilt, würzen wir das Fleisch mit einer Würzlacke, die wir mit unserem Kasselat hergestellt haben. Hierzu benötigen wir fleischige Kotelettrippchen, American Barbecue Spice, Barbecue Soße, Kasselat Lakritzzusatz, ein Garbeutel, Nitritpökelsalz und ein Räuchersäckchen für den Garbeutel. Zuerst stellen wir aus kaltem Wasser Pökelsalz und dem Kasselat die Würzlake her. Diese sehr gründlich verrühren, bis das Salz vollständig aufgelöst ist. Nun wird die Lake über die Schweinerippchen gegossen. Anschließend 1 bis 3 Tage im Kühlhaus umröten lassen. Für eine intensive Rauchnote kann das Räuchersäckchen in diese untere Kammer gegeben werden. So, fertig. Nach 1 bis 3 Tagen die Rippchen gut abtropfen lassen und mit dem abgewogenen American Barbecue Spice vermengen. Gut verteilen, dass überall die Würzung ankommt. Anschließend die Rippchen in die obere Kammer geben. Bitte darauf achten, dass die Rippchen nicht übereinander liegen, damit eine gleichmäßige Garung gewährleistet ist. Sonst würden Teile davon nicht ganz durchgaren. Am Ende den Beutel gut verschließen. Hierbei ab und zu mal die Ecken umschlagen. Die Spare Ribs im vorgeheizten Backofen bei 120 Grad 2 Stunden garen. Anschließend die Spare Ribs aus dem Garbeutel nehmen, mit der Barbecue-Soße einpinseln und nochmals bei hoher Hitze auf dem Grill oder im Backofen karamellisieren lassen. Jetzt können die Spare Ribs serviert werden und die Barbecue-Soße kann dazu gereicht werden zum Dippen. Solltet ihr noch weitere Rezeptideen benötigen, sprecht einfach unseren Verkaufsberater an oder besucht unsere Webseite mogunzer.com.